Laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es 800.000 Suiziden weltweit am Jahr und 10 bis 20 Mal mehr Tentativen de Suizid. Bei den Jungen zwischen 15 und 21 ist es die zweite Todesursache. Heute zu Lützeburg haben im Jahr 2017 sich 67 Menschen das Leben geholt. Wir hatten einen ganz guten Plan Prävention Suizid, den erst 2019 ausgelaufen und dazu gibt es auch eine Evaluation. Und da wäre es interessant gewesen, für die an der Kommission zu sehen, für auch daraus Konklusionen zu ziehen. Das ist aber bis dato leider noch nicht geschieht. Weil den aber auch kann feststellen, dass das Aktion Nummer 2, die prioritär an diesem Plan der Prävention Suizid ist, dass diese Aktion nicht zurückbehalten ging. Dabei hat sie ein Drittel vom Gesamtbudget ausgemacht. An dieser Aktion, da ist es darum gegangen, für zu sichern, wie war das für ihn überhaupt, wie war sein Umfeld, wie war seine Familien, wie waren ihre Relationen, aber was hatten sie überhaupt, können die möglichen Ursachen sein, die zu einem Suizid gefordert haben. Diese Analyse wurde aus Datenschutzgründen nicht gemacht. Dabei wäre es wesentlich, für wirklich Ursachen zu kennen, für dann auch gezielt darüber können, eine Präventionspolitik aufzubauen. Datenschutz, die in diesem Fall wissenschaftlich indispensable Arbeit nicht verhindern, und dazu haben wir auch eine Motion angeregt. Neben vielen Akteuren, die am Kader von der Prävention Suizid um Terrain arbeiten und auch an der Postfunktion, haben wir mit der Ligue d'Hygiène Mentale geschwärt und sie leisten eine extrem wertvolle Arbeit um Terrain. Sind sie zum Beispiel die Leute formieren, die an ihrem Alter eventuell Menschen begegnen, und da ist es wichtig, dass sie erkennen, wenn die Leute Zeichen weisen, Zeichen aussenden, wo sie hellhörig sind, die eventuell suizidäre Gedanken haben. Sie formieren aber auch zum Beispiel die Leute, die Telefonsberatung machen bei SOS-Detress. Das heißt, die Leute, die holen Telefon entgegen, sie lauschen, sie beruhigen die Leute und sie sind wirklich an den akuten Notfall für die Leute da. Liegt die Hygiene Mentale an den Service SOS-Detress. Sie brauchen für das wichtige Arbeit weiterzuführen, ganz klar, noch viel mehr Personal, weil sonst können sie der Aufgabe nicht mehr gerecht gehen. Auch Psychotherapeuten und Psychiatren leisten an diesem ganzen komplexen Domain ein ganz wertvolles Arbeit. Leider ist es so, dass Psychotherapie halt zuletzt noch immer nicht remboursiert wird. Und das, obwohl wir ein Gesetz haben, das sind mehr als 5 Jahre erkräftet. Es kann nicht sein, dass Leute, die ein kleines Abkommen haben, dass die sich müssen ein Prä machen müssen, wir können 20 Seancen von einer Psychotherapie zu bezahlen, weil sie nicht remboursiert kriegen von einer CNS. Und da gibt es just 2 Möglichkeiten. Entweder schlagen wir endlich mal der Faust auf den Tisch bei der CNS und so, und voilà. Es geht nur durch mit dem Gepiddels, da, wenn ich glaube, die Psychotherapie muss endlich remboursiert gehen, so wie das im Gesetz festgehalten ist. Oder eine andere Möglichkeit, dass wir den Leuten einfach mehr Zulaufstellen anbieten. Das ist, dass wir am Fongol Psychotherapeutenposten am konventionierten Sektor schaffen, um da wirklich den Leuten mehr Plätze zu bieten. Es kann zum Beispiel auch nicht sein, dass ich monatelang ein Rendezvous werden muss, weder bei einem Psychotherapeut noch bei einem Psychiater. Wenn ein Loh ein Problem hat, wenn ein Loh suizidäre Gedanken hat, wenn ein Loh an einer ganz tiefen Depression stößt, dann kann es nicht sein, dass ein Region 2 bis 3 Monate Rendezvous kriegt, weil dann ist es zu spät. Wir brauchen also ganz klar mehr Professionelle. Wir brauchen aber auch zum Beispiel an allen Urgenzen eine Filiale Psychiatrie, wo zum Beispiel 24 Stunden auf 24 ein Infirmier oder ein Infirmier Psychiatrie zusammen mit einer Ambulance Psychiatrie zusammen schaffen, für die Akutfälle aufzufordern, für direkt können zu intervenieren, aber nicht auch sogar ein Suivi telefonik oder ein Suivi sur place können zu assurieren. Wir brauchen noch ganz klar mehr Psychiater, weil der Mond ist groß und sind nicht genug Psychiatren da. Psychiater müssen aber auch für die Garden, die sie assurieren, eine Remuneration de base kriegen. Wir müssen auch zum Beispiel auf der Uni selber und der Psychiatrie weiter ausbilden, weil wir brauchen Leute an dem Domain. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass Psychiatren aus dem Ausland weiterhin bei uns auf Lützeburg arbeiten kommen. Weil auch da sind sie rar und wir brauchen da massiv hier am Land, auch zum Mal, weil es wichtig ist, dass sie die 3 Landessprachen können sprechen. Und dann die Türenpsychiatrie. Ja, da brauchen sie einen eigenen Personalschlüssel. Wir haben natürlich ein ganz schönes Gebäude hier in dem Kirchspiel stehen. Eine schöne Hülle. Mit dem, was fehlt, das sind die Leute, die daran arbeiten, muss mit Leben gefüllt gehen. Und dafür brauchen einen eigenen Personalschlüssel, für auch da können anständig zu schaffen. Alles das haben wir als CSV Emotionen gefordert. Ah ja, das kostet. Das kostet richtig viel. Wir müssen wissen, oder besser gesagt, wir müssen uns vorstellen, was ist das dann? Mentale Gesundheit von uns alle gut, von unserer Gesellschaft, von unseren Wissen, von den Kindern, von den Jungen, was ist das als wert?
Mis Prävention am Suizidbereich net gene so eng Importanz kreen wie Prävention, die man hunn bei Alkohol, bei Accidenter, bei Drogemissbrauch, müsste man net genau do usetzen, an as die selbecht Meier angin. Prävention ass meiglech, och halt zu Lützebusch, wenn wir mussten als Meier angin. An danach ganz wichtig, auch mir alle gut, nicht frei von uns, kann selber ein Stück dazu beidrohen. Wir brauchen just, um unseren Entourage zu gucken, aufmerksam zu sein, zu lauschen und dann Personen drüber zu schwätzen, weil Suizid darf kein Tabuthema sein, auch nicht halt zu Lützebusch.